Ehrengäste, die heute von Seiten des Landes Burgenland geehrt und ausgezeichnet werden mit den Angehörigen. Sie stehen heute im Mittelpunkt dieses Festabends. Herr Präsident, sehr geschätzter Herr Diözesanbischof, Herr Superintendent, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter mit den Mitgliedern der Landesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine große Freude und auch Ehre, dass ich heute an verdiente Persönlichkeiten große Ehrenzeichen des Landes Burgenlands verleihen darf. Komturkreuz des Landes Burgenlands, die höchste Auszeichnung, die das Land Burgenland vergeben hat. Ich möchte die zu Ehrenden, die heute hier im Mittelpunkt stehen, gemeinsam mit ihrer Begleitung begrüßen und willkommen heißen. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Einladung angenommen haben, dass Sie diese Auszeichnungen auch annehmen. Ein sehr kluger Mann hat einmal gesagt, man muss das Leben so nehmen, wie es ist, man darf es aber nicht so belassen. Und ich denke, das ist die Herausforderung auch der Gegenwart, dass das Leben so ist, wie es ist, aber dass es Persönlichkeiten geben muss in der heutigen Zeit, die bereit sind, auch das Leben zu verändern, das Leben zu verbessern, bessere Lebensbedingungen für die Menschen zu machen. Es ist immer einfach, etwas nicht zu verändern und es so zu belassen, wie es ist. Das ist die einfache Lösung. Aber dafür einzutreten, dass sich etwas Großes verändert, dass sich auch auf regionaler Ebene etwas verändert, das ist nicht alltäglich und es zeichnet die hier anwesenden Persönlichkeiten aus, dass sie sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt haben, dass sich in Europa einiges verändert, dass sich in den Regionen Europas einiges verändert und dass sich auch in unserem Heimatland Burgenland in den vergangenen Jahren einiges oder eigentlich vieles zum Besseren verändert hat. Was Sie unterscheidet, ist das Gebiet, auf dem Sie sich diese Verdienste erworben haben. Persönlichkeiten sind auf verschiedenen Gebieten tätig. Was Sie einigt, ist, dass Sie großartige Leistungen für das Land Burgenland erbracht haben. Mit Ihrem persönlichen Engagement haben Sie großen Anteil am Erfolg und auch am Aufstieg unseres Heimatlandes Burgenland. Herr Magister Manfred Koch, Herr Magister Gerd Zetter, Herr Dr. Dr. Karl Schwarz, Herr Manfred Gerger, Herr Dr. Johannes Kirle, Herr Dr. Dr. Herwig van Staar und Herr Karl-Heinz Lamberts. Und ich möchte diesen Persönlichkeiten gleich zu Beginn im Namen des Landes Burgenlands Dank, Respekt und Anerkennung aussprechen für Ihre großartigen Leistungen, die Sie für unser Heimatland Burgenland erbracht haben. Schön, dass Sie da sind und danke für Ihr Engagement. Eine der ganz großen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte hat nicht nur in Burgenland, sondern in Europa stattgefunden durch den Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. Das Burgenland hat unbestreitbar von diesen historischen Ereignissen sehr profitiert und es hat wahrscheinlich mehr profitiert als fast alle anderen Regionen Europas. Mit Dr. Dr. Herwig van Staar und Karl-Heinz Lamberts ehren wir zwei herausragende Europapolitiker. Sie haben mitgeholfen und dazu beigetragen, dass sich dieses Europa in den letzten Jahrzehnten entwickeln konnte, dass Europa zusammengewachsen ist. Sie haben auch erheblichen Anteil daran, dass das Burgenland eine herausragende Entwicklung nehmen konnte. Im Zeitraum 1985 bis 1996 war Dr. Johannes Kirle stellvertretender Leiter des Kabinetts des Außenministers und daher maßgeblich an den historischen Daten von 1989
und auch 1995 den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union beteiligt. Bis heute setzt er sich maßgeblich für beste Rahmenbedingungen für das Burgenland ein. Und im kurzen Vorgespräch hat mir Dr. Kirle auch gesagt, wenn das Burgenland in Zukunft meine Unterstützung braucht, dann bin ich gerne bereit, bei Auslandsbesuchen behilflich zu sein. Und er hat hinzugefügt, das kann ich nur auch aus meiner Sicht unterstreichen, es war eine wirklich ausgezeichnete, hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Dr. Kirle, und es war ganz einfach viele internationale Besuche im Burgenland, die wir Ihnen verdanken konnten, die wir mit Ihnen organisieren konnten und Vertreter der Europäischen Union. Und wir können sagen, dass das Burgenland dadurch auch international auf sich aufmerksam machen konnte. Wir haben letztes Jahr das 25-jährige Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs in Burgenland gefeiert. Eine wahrscheinlich beispiellose positive Entwicklung war die Folge. Und der historische Umbruch von einem zweigeteilten Europa hin zu einer Europäischen Union, gemeinsam mit den ehemaligen Staaten des Ostblocks, ist friedlich verlaufen. Ich glaube, das ist eigentlich das ganz Besondere, womit eigentlich fast niemand gerechnet hätte, dass der Ostblock geöffnet wird, dass der eiserne Vorhang wegkommt und dass alles ohne Blutvergießen und friedlich verläuft. Eine Entwicklung, die man nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts so nicht automatisch voraussetzen konnte. Eine friedliche und positive Entwicklung Europas und somit des Burgenlandes haben wir auch diesen drei engagierten Persönlichkeiten und europaweit tätigen Politikern und höchsten Beamten zu verdanken. In Anbetracht aktueller Konfliktherde in Europa erkennen wir vor allem eines. Kein Zustand, leider auch nicht der friedlichste, wird einfach so und ohne Anstrengung ewig dauern. Wir müssen für demokratische und menschliche Rechte einstehen und uns auch dafür vehement einsetzen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen, Herr Präsident Erik van Staar, Karl-Heinz Lamberts und bei Dr. Johannes Kirle für dieses großartige Engagement, das Sie einerseits für Europa gesetzt haben und das Sie auch für unser Heimatland Burgenland gesetzt haben. Durch den Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 ist nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Staaten der Europäischen Union intensiver geworden, sondern natürlich auch die Zusammenarbeit der Regionen. Die Zukunft Europas für mich liegt auch in einem Europa der starken Regionen. Landtagspräsident und Leiter der österreichischen ADR Delegation, das ist der Ausschuss der Regionen, Dr. Dr. Erik van Staar und der Vizepräsident des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lamberts, und er wird in den nächsten Jahren dort den Vorsitz übernehmen, sind große Freunde des Burgenlandes und dementsprechend gut war und ist unsere Verhandlungsbereitschaft. Das Burgenland gilt als Musterregion in Europa, das war ja auch letzte Woche der Parlamentspräsident Schulz und hat uns ebenfalls bestätigt, dass wir zu jenen Regionen zählen, die die EU-Gelder sehr nachhaltig und effizient eingesetzt haben. Und ich denke, dass es auch für uns in Zukunft eine Herausforderung ist, mit diesen Ansprechpartnern für das Land Burgenland gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich darf auch sagen, dass ohne Partner in Europa diese Erfolge, was die Förderungen betrifft, schon im Phasing Out, aber auch jetzt in der Übergangsregion nicht möglich gewesen wären. Und immerhin kann das Burgenland in der jetzigen Förderperiode wieder in Summe 750 Millionen Euro bis 2020, das sind Gelder der EU, des Bundes und des Landes, lukrieren und damit gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung einzuleiten.
Und gerade der Ausschuss der Regionen ist hier ein sehr wichtiges Instrument für die Regionen Europas. Das Burgenland ist ebenfalls in diesem Ausschuss vertreten, meistens durch den Klubobmann Christian Ilewitsch, auch einige Male oder zumindest ein-, zweimal im Jahr auch durch mich. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch ihm für die hervorragenden Verhandlungen für das Burgenland danken. Und auch Christian Mileditsch hat diese Kontakte von Brüssel zu Herwig van Staar, zu Karl-Heinz Lamberts immer wieder aufrecht erhalten. Herwig van Staar und auch Karl-Heinz Lamberts zählen für mich zu den wichtigsten Ansprechpartnern, neben Gio Hahn, unserem Kommissar, in Brüssel. Es gibt eigentlich keinen Besuch in Brüssel, wo wir nicht Herwig van Staar, so wie erst im vergangenen Herbst, und Karl-Heinz Lambert treffen, wo es einen Gedankenaustausch gibt, wo auf aktuelle Ereignisse eingegangen wird und wo natürlich auch die Sorgen und Anliegen des Burgenlandes in entsprechender Form diskutiert werden. Und ich möchte auch dazu sagen, und das ist mir auch ein großes Bedürfnis, dass Herwig van Staar immer über Parteigrenzen hinaus die Interessen des Burgenlandes in Brüssel vertreten hat. Dass es ihm darum gegangen ist, dass die Förderunterschiede zwischen den neuen EU-Ländern und dem Burgenland nicht zu groß sind. Denn das würde eine erfolgreiche Entwicklung nicht, für eine positive Entwicklung nicht gut sein. Und wir treffen auch bei unseren Brüssel-Besuchen Karl-Heinz Lamberts, der Ministerpräsident einer Region in Belgien war, einer deutschsprachigen Region in Belgien war, einer sehr kleinen deutschsprachigen Region und der für uns auch deswegen sehr, sehr wichtig ist, weil er ein Beispiel dafür ist und ein Sprachrohr dafür ist, dass auch kleine Regionen im Ausschuss der Regionen einen entsprechenden Stellenwert haben, der ein Sprachrohr für diese kleinen Regionen in Europa ist und gerade sich in die Situationen von kleinen Regionen auch hineindenken kann. Das Burgenland, und das sagen alle Wirtschaftsdaten, hat sich erfolgreich entwickeln können und wir müssen uns bei all jenen bedanken, die uns geholfen haben. Natürlich sind es die Burgenländerinnen und Burgenländer, aber es sind auch die vielen Fördermillionen, die das Burgenland in den vergangenen Jahren erhalten hat. Wir haben das höchste Wirtschaftswachstum 2013 gehabt mit 3,1% und wir haben einen Anstieg der Exporte 2013 um 9% verzeichnen können. Das spricht auch für die Leistung der Wirtschaft, das spricht für die Leistung der Arbeitnehmerinnen und das wäre auch nicht erreichbar gewesen, wenn es nicht diese Fördermöglichkeiten gegeben hätte. Ich bin damit bei der Wirtschaft und bei der Industrie und ich freue mich auch, dass ich an den Präsidenten der burgenländischen Industriellen Vereinigung, Manfred Erger, ein großes Ehrenzeichen des Landes Burgenlands verleihen kann. Manfred Erger setzt sich für den neuen Weg des Burgenlandes ein. Und dieser neue Weg des Burgenlandes heißt, wir müssen auf die wissensbasierte Wirtschaft setzen. Wir brauchen bestausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Wir brauchen sehr gut qualifizierte Ingenieure. Wir brauchen Gelder für Forschung, Entwicklung und Innovation. Und genau dieser neue Weg wird von Ihnen, Herr Präsident, sehr intensiv unterstützt. Sie haben sich sehr, sehr positiv dafür eingesetzt, dass diese Forschungsoffensive und dieser Forschungsfonds, der gegründet wurde, möglichst gut arbeiten kann. Der nächste Schritt hin zu einem Forschungsbeauftragten, zu einem Forschungsbeirat, das ist absolut neu fürs Burgenland. Und wenn wir auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann muss diese wissensbasierte Wirtschaft forciert werden, dann müssen wir auch auf Forschung, Entwicklung und Innovation entsprechenden Wert legen und damit versuchen, dass unsere Betriebe sich auch international behaupten können, dass der Export, der sehr gut angelaufen ist, auch in Zukunft weiter fortgesetzt werden kann.
Eines sei noch angemerkt, unsere Rahmenbedingungen auch für den Süden des Landes werden sich auch weiter verbessern, wenn die Infrastruktur eine noch bessere wird. Und Sie haben sich immer wieder auch für den Ausbau der S7 eingesetzt. Wir haben wieder einmal, ich weiß nicht, wie vielte, einen Baubescheid bekommen und hoffen nach vielen Anläufen, dass dieses wichtige Straßenprojekt für den Süden nun endgültig in entsprechender Form realisiert und umgesetzt werden kann. Immerhin habe ich wieder nette Briefe bekommen von den Gegnern der S7, aber das bin ich schon gewohnt, seit über 10 Jahren. Kommt in den schönen Ordner, wo ich die alle sammle, als schöne Erinnerung. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das und immerhin wird das ein Investitionsvolumen von ca. 600 Millionen Euro sein, die auch in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit investiert werden, die die Wirtschaft schon im Bereich in der Bauphase beleben und die vor allem den Wirtschaftsstandort Südburgenland aufwerten werden. Und ich gehe davon aus, dass dieser Baubeginn jetzt endgültig stattfindet. Über 10 Jahre Kampf für die S7 ist zumindest insofern erfolgreich, weil es wieder einen positiven Baubescheid gibt. Genauso die Eisenbahn-Elektrifizierung, Graz, Jenersdorf, St. Gotthard, alles Einrichtungen und Investitionen in die Infrastruktur, die ganz einfach notwendig sind, wo wir auch von Seiten des Landes die Überzeugung haben, dass das für den Wirtschaftsstandort Südburgenland sehr, sehr wichtig ist. Und ein weiterer wichtiger Bereich ist natürlich auch die Internationalisierung. Das Burgenland muss internationaler werden. Wir brauchen das für den Export. Wir brauchen das natürlich auch für den Tourismus und für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn ich den Landesort Lindensfeld sehe, die Weinwirtschaft hat es vorgezeigt, die sind schon im Bereich der Internationalisierung sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ich glaube, den Weg müssen wir in vielen anderen Wirtschaftsbereichen auch gehen. Ein dritter sehr wesentlicher Bereich ist die Ehrung und Auszeichnung von Vertretern der evangelischen Kirche. Und ich denke, dass die Kirchen des Burgenlandes, und das ist auch der Herr Bischof anwesend, der Herr Superintendent, ist ein Zeichen dafür, dass das Burgenland ein kleines Land mit großem Herzen ist. Ich glaube, dass die Kirchen und die evangelische Kirche vorlebt und vorzeigt, was Menschlichkeit, was Solidarität, was Miteinander ist, dass wir sehr gut und sehr eng kooperieren in den verschiedensten Bereichen, dass auch die Zusammenarbeit zwischen der Politik und den Kirchen eine sehr gute ist, die Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche, zwischen der evangelischen Kirche. Und gerade was das Zusammenleben in unseren Gemeinden betrifft, spielen natürlich auch die religiösen Glaubensgemeinschaften eine sehr wichtige Rolle. Der soziale Zusammenhalt, der Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft, auch die Integration, eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Herausforderung, und die evangelische Kirche ist dabei ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und dieses friedliche Miteinander, das ist auch ein Qualitätszeichen des Burgenlandes, ein positives Zeichen des heutigen Burgenlandes. Den heutigen auszuzeichneten Magister Manfred Koch, Magister Gerd Zetter und Dr. Dr. Karl Schranz möchte ich stellvertretend für viele sehr Aktive in der evangelischen Kirche ebenfalls danken für ihr Engagement, für ihren Einsatz im Sozialbereich, im Bildungsbereich, im Bereich der Altenbetreuung, im Bereich der Integration. Ein kleines Land mit großen Herzen, und die Kirchen und die evangelische Kirche sind hier ganz große Vorbilder und positive Beispiele. Diesen besonderen Einsatz, dieses Engagement werden wir auch in der Zukunft benötigen. Ich denke, wir müssen alles daran setzen, dass auch die künftigen Herausforderungen bewältigt werden können. Es hat Dr. Kierle gesagt, wenn Sie in Zukunft für das Burgenland etwas brauchen, bin ich gerne bereit, auch weiterhin zu helfen. Und ich darf die heute zu Ehrenden und Auszuzeichneten alle bitten,
dass Sie diese Unterstützung für unser Heimatland Burgenland auch in Zukunft ermöglichen. Wir brauchen auch in Zukunft in Brüssel starke Ansprechpartner. Wir brauchen Europapolitiker, die etwas verändern wollen, die dafür arbeiten, dass dieses Europa geeint bleibt, dass dieses Europa eine erfolgreiche Zukunft hat und die sich für die Menschen in Europa, in Österreich und auch in unserem Heimatland Burgenland einsetzen. Es ist für mich eine große Freude, eine Ehre, dass ich diesen Persönlichkeiten heute die höchsten Auszeichnungen des Landes Burgenland überreichen darf. Sie haben sich diese Auszeichnungen verdient. Sie haben herausragende Leistungen für die Menschen unseres Heimatlandes Burgenland erbracht. Danke für Ihr Engagement, danke für Ihren Einsatz. Ich bitte Sie auch in Zukunft, unser Heimatland Burgenland weiterhin zu unterstützen. Wir schreiten anschließend zur Verleihung der Ehrenzeichen gemeinsam mit dem Landeshauptmann Stellvertreter. Ein sehr verantwortlich agierender Entscheidungsträger der Evangelischen Kirche in Burgenland, der das besondere ökumenische Klima mitbestimmt. Ich darf ganz, ganz herzlich noch einmal zum goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich gratulieren. Viele hier kennen Herrn Magister Zetter als verdienten Pädagogen, der 4 Jahre lang am BRG Oberschützen Mathematik und Darstellende Geometrie unterrichtet hat. Die meisten aber kennen ihn als verdienten Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche des Burgenlandes. Und dafür wird er heute auch ausgezeichnet. Seine kirchliche Laufbahn begann er als Gemeindevertreter in der Pfarrgemeinde Pinkelfeld. Er war Presbyter und Schriftführer, bevor er sich als langjähriger Kurator bei der Errichtung des Gemeindezentrums sowie bei der Renovierung der Kirche und des Pfarrhauses verdient gemacht hat. Was aber wesentlich ist, 1993 kam Magister Zetter in den Superintendentialausschuss. 15 Jahre lang wirkte er dort als Kurator und hat sich sehr, sehr viele Verdienste erworben. Dafür und für sein großes ehrenamtliches Engagement steht heute diese Auszeichnung. Ich darf herzlich gratulieren. Der nächste, der heute geehrt wird, ist Universitätsprofessor Dr. Dr. Karl Schwarz. Er erhält heute, Sie können drüber sitzen, wenn Sie das in aller Ruhe anhören. Der heute das große Ehrenzeichen des Landes Burgenland erhält. Professor Schwarz ist ein Villacher, der nach Abschluss des Theologiestudiums sich intensiv mit dem Kirchenrecht befasst hat. Er kam sowohl in den Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Kirchenrecht als auch in den Vorstand der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Sein besonderes Wirken für das Land Burgenland zeigt sich aber daran, dass Herr Dr. Dr. Karl Schwarz für die Evidenzführung sämtlicher evangelischer Pfarrgemeinden zuständig ist. Zu seinem Geschäftsbereich gehört außerdem auch das evangelische und das kirchliche Privatschulwesen. Also kann man sagen, der ist eher auf breiter Ebene und mit großem Engagement die Interessen der evangelischen Kirche des Burgenlandes vertritt. Jetzt darf ich Sie, Herr Professor, auf die Bühne bitten, um Ihre Auszeichnung. So, wir dürfen Herrn Professor Schwarz noch einmal ganz herzlich zum großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland gratulieren, so. Herrn Präsident Manfred Berger, seines Zeichens Geschäftsführer der Heller Fahrzeugteile aus der GmbH. Ich
brauche eigentlich nur einige Zahlen zu nennen und schon sehen Sie, wie erfolgreich Herr Berger als Geschäftsmann ist. Hella Austria beschäftigt an den Standorten Großpetersdorf und Wien 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Scheinwerfer für Land- und Baumaschinen sowie für die Motorradindustrie fertigen. Vor allem der Standort Großpetersdorf hat sich unter der Leitung von Manfred Berger enorm entwickelt. Allein in den letzten 6 Jahren konnte der Umsatz von 56 Millionen auf 96 Millionen gesteigert werden. Und wenn man sich jetzt für das Jahr 2020 einen Umsatz von 150 Millionen zum Ziel gesetzt hat, dann ist das Herrn Manfred Berger durchaus zuzutrauen. Denn er setzt immer wieder auch auf neue Technologien. Ich erwähne nur kurz die Beschäftigung mit der LED-Technologie, die sich auch sehr, sehr positiv auf das Unternehmen ausgewirkt hat. Ich darf jetzt den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Hella Fahrzeugteile Austria und den Präsidenten der Industriellen Scheidung Burgenland auf die Bühne bitten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Berger, zum Kulturkreuz des Landes. Ich glaube, wir alle wünschen den Herrn Dr. Johannes Kirche, den Generalsekretär im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Herr Dr. Kirche ist zwar gelernter Jurist, aber ein geborener Diplomat, kann man sagen. Schon 2 Jahre nach dem Eintritt in den Auswärtigen Dienst hat er erfolgreich die Diplomatenprüfung abgelegt und kam ins Kabinett des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten. Und als Generalsekretär im Außenministerium hat sich Dr. Kyrgios Landeshauptmann, hat schon erwähnt, als großer Freund des Burgenlandes erwiesen. Viele Aktivitäten des Landes wären ohne seine Unterstützung nicht so erfolgreich gewesen, wie die Staatsbesuche des kroatischen Staatspräsidenten oder des schwedischen Königspaares. Erwähnen möchte ich aber auch die erfolgreichen Auslandsreisen offizieller burgenländischer Delegationen oder die verschiedenen Botschafterempfänge, die immer sehr gelungen waren. Der Generalsekretär Dr. Johannes Kyrle ist es nicht zu verdanken, dass das Burgenland trotz seiner Kleinheit nicht nur in Europa, sondern darüber hinaus sich einen hervorragenden Ruf erarbeiten konnte. Damit hat er stets die Zielsetzung, das Burgenland muss internationaler werden, mitgetragen, was letztendlich dann auch der Wirtschaft zugute gekommen ist. Dafür bedankt sich heute das Land offiziell. Ich darf Sie auf die Bühne bitten, um das Kulturkreuz zu danken. International geworden, Landeshauptmann von Tirol, Landtagspräsident Dr. Dr. Herbert Hans-Bahn. Nach dem Studium der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wechselte Dr. Dr. von Staat sehr bald in die Politik. Als erfolgreicher Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt war er auch Vizepräsident des Österreichischen Städtebundes und Präsident der Europäischen Kommunal- und Regionalpolitischen Vereinigung. Vor allem in seiner Amtszeit als Landeshauptmann von Tirol, aber auch in den letzten Jahren als Präsident des Tiroler Landtages hat sich Herbert von Staat als besonderer Freund des Burgenlandes erwiesen. Als Delegationsleiter der österreichischen ADR, des Ausschusses der Regionenvereinigung, bemüht er sich immer wieder auch um die burgenländische Vertretung in so einem wichtigen Gremium und er wird nie müde, die Sorgen unseres Burgenlandes ernst zu nehmen und mitzuhelfen, sie zu vermindern oder zu beseitigen. Das offizielle Burgenland möchte sich dafür heute bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich darf Sie, Herr Dr. von Staat, auf die Bühne bitten und das Kulturkreuz des Landes Burgenland. Ein offizielles Dankeschön für einen großen Freund. Das heißt,
wir heute vergeben, das ist auch das Höchste, das das Burgenland zu vergeben hat, das Kulturkreuz mit Stern. Und es geht an den langjährigen Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, an Karl-Heinz Lamberts. Karl-Heinz Lamberts wurde am 4. Juni 1952 in Schotten geboren. Sein Lebenslauf zeichnet sich dadurch aus, dass er gleich nach Schule und Studium in die politische Laufbahn wechselte, hier einige Stationen seiner politischen Karriere. Ministerpräsident Lamberts war Präsident des Rates der deutschsprachigen Jugend, Mitglied des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft, Gemeinschaftsminister für Medien, Erwachsenenbildung, Behindertenpolitik und Sozialhilfe. Er war Gemeinschaftsminister für Jugend, Ausbildung und Soziales und Mitglied im Präsidium des Ausschusses der Regionen. Er war im Fachausschuss Kultur, Bildung und Forschung, im Fachausschuss für Wirtschaft und Sozialpolitik und natürlich, und das ist das Wichtigste ja auch, 15 Jahre lang Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. In all seinen Funktionen, vor allem im Ausschuss der Regionen, hat Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts stets das Arbeiten und Wirken zum Wohle der Europäischen Union in den Mittelpunkt seiner Bestrebungen gestellt. Und so war er für das Burgenland, wie der Landeshauptmann auch schon betont hat, immer wieder ein wichtiger Ansprechpartner und Unterstützer und auch ein Bindeglied zur EU. Diese Zusammenarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Burgenland in der europäischen Familie seinen Platz gefunden hat und Karl-Heinz Lambert hat sich zu Recht als europäischer Politiker damit einen Namen gemacht. Viele Projekte und Initiativen, die dem Burgenland in seiner Entwicklung geholfen haben, wären ohne Ministerpräsident Lambert sicherlich so reibungslos verwirklicht worden. Die Verleihung des Kulturkreuzes mit Sternen ist ein Zeichen der Wertschätzung und ein Zeichen des Dankes des offiziellen Burgenlandes für dieses Engagement. Und ich darf Sie nun auf die Bühne bitten, um diese Auszeichnung zu machen. Karl-Heinz Lamberts, ein europäischer Politiker, der mitgeholfen hat, dass das Burgenland seinen Platz in der europäischen Familie finden konnte. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Hans Nissel, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, werte Festversammlung. Ich habe die äußerst ehrenvolle Aufgabe, mich im Namen all der heute hier Geehrten für diese Auszeichnung zu bedanken. So unterschiedlich unsere Lebensläufe, Tätigkeiten und Gründe für die heutige Auszeichnung auch sein mögen, so glaube ich, dass wir alle einiges gemeinsam haben. Zuallererst dürften wir bei diesen Laudationes das Gefühl gehabt haben, da wird doch auch ein bisschen übertrieben. Aber ich gestehe ganz gerne, wir lassen es uns trotzdem sehr gerne gefallen. Dann gibt es ein zweites, was uns wahrscheinlich eint, und das ist durchaus auch von gemischten Inhalt. Wenn man zu solch hohen Auszeichnungen kommt, dann kann man sich der Tatsache durchaus bewusst und gewiss sein, dass man nicht mehr im Morgengrauen, sondern wohl eher vor der Abenddämmerung seines beruflichen Weges steht. Aber auch am Abend kann das Leben ganz schön sein. Und dann gibt es noch etwas. Auszeichnungen sagen natürlich einiges aus über diejenigen, die sie erhalten, aber auch über diejenigen, die sie vergeben. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie das Burgenland die Auszeichnungen vergibt, auch viel mit seinem eigenen Selbstverständnis zu tun haben.
Es wurden nämlich Tätigkeiten hervorgehoben, die gleichermaßen deutlich machen, wie wichtig der Zusammenhalt nach innen im Burgenland ist, die Verankerung in die eigene Region, die eigene Tätigkeit und auch andererseits der Blick nach außen, die Vernetzung, das Zusammenarbeiten über die Landesgrenzen hinaus. Und in der Tat beides tiefe Verwurzelung und breite Vernetzung macht nach meiner persönlichen Lebenserfahrung in der Tat erfolgreiche Regionen aus. Und das Burgenland ist eine erfolgreiche Region. Ich selbst kenne es seit vielen Jahren, ja schon seit dem vorigen Jahrhundert, das hört sich immer so schön an, wenn man über die 1900 und so weiter Jahre spricht. Und ich fühle auch mit diesem Land eine gewisse Seelenverwandtschaft und dafür gibt es mehrere Gründe. Zuerst einen geografischen Grund. Sie Burgenländer leben im Osten ihrer Republik. Wir deutschsprachiger Belgier leben im Osten unseres Königreiches. Und hier liegt wirklich nicht der Schwerpunkt auf Republik und Königreich, sondern auf den Osten. Und wenn man an einer Ostgrenze lebt, dann lebt man natürlich an einer Grenze. Und in einer Grenzregion leben ist immer etwas, was prägt, was mit Geschichte zu tun hat und was auch den Handlungsrahmen festlegt. Wenn wir uns über die Gemeinsamkeiten zwischen dem Burgenland und der deutschsprachigen Region Belgiens unterhalten wollen, dann müssen wir in die Vororte von Paris fahren, nach Versailles und nach Saint-Germain. Dort sind die Verträge unterzeichnet worden nach dem Ersten Weltkrieg, die unsere Zugehörigkeit zu Staatenverbünden bis zum heutigen Tag verankert haben. Und wenn wir über Perspektiven reden, dann kann man weder in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens noch im Burgenland solche Perspektiven wirklich sinnvoll und nachhaltig entwickeln, wenn man nicht grenzüberschreitend denkt. Und das ist in Ihrem Fall eine historisch außerordentlich bedeutende Grenze. Sie haben eben selbst vom Fall des Eisernen Vorhangs gesprochen. Und das ist in meiner Region gleich eine doppelte Grenze, wovon Sie sich der Bedeutung der einen überhaupt nicht bewusst sein können, hier im österreichischen Umfeld. Es gibt bei meiner Heimat eine Staatsgrenze zu Deutschland, das ist die vom Versailler Vertrag. Wäre man damals, wie vorgesehen, nicht zum Rhein gegangen, dann wäre meine Heimat sehr viel größer und Nordrhein-Westfalen sehr viel kleiner, aber das ist nur ein kleiner Scherz am Rande. Für den ehemaligen Botschafter der Bundesrepublik in Belgien, der heute Abend hier auch uns die Ehre erweist. Aber es gibt in meiner Heimat eine andere Grenze, es ist die innerbelgische Sprachengrenze. Und die ist etwas so Unverrückbares, wie man sich kaum vorstellen kann. Und man muss schon belgische Innereien kennen und verstehen, um sich einer solchen Sprachgrenze in ihrer ganzen Bedeutung klar zu werden. Aber da gilt genau wie für die Sprachgrenze hier und bei mir zu Hause, Grenzen müssen überwunden werden. Und Grenzen sind, wenn man sie überwindet, auch immer wunderbare Gelegenheiten, neue Horizonte, neue Perspektiven, neuen Paradigmen entgegenzuschauen. Im Burgenland verbindet meine Heimat seit vielen Jahren eine ganze Menge. Ich erinnere mich noch immer sehr gerne an die Bezeichnung des Neusiedlersees als Landschaft des Jahres durch die internationalen Naturfreunde. Das war nicht genau in dem Jahr, bevor diese Auszeichnung dem hohen Fan in meiner Heimat zukam. Das war damals schon ein verbindendes Element. Und wenn ich in den früheren Zeiten meines Schaffens irgendjemandem von erfolgreicher Arbeit mit den EU-Strukturfonds erzählen wollte, dann habe ich fast immer auch das Beispiel des Burgenlandes genannt, das
in äußerst erfolgreicher Weise, das sage ich nicht nur, weil ich gerade hier bin oder weil es Martin Schulz von Parteien auch gesagt hat, sondern weil es wirklich so ist, nach meiner Überzeugung, weil es äußerst erfolgreich mit diesen Mitteln umgegangen ist und damit einen wirklichen Multiplikatoreffekt in eine dynamische Regionalentwicklung hineingebracht hat. Und die kann man heutzutage hier allerorts sehen. Ich selbst durfte den wunderbaren Kulturtourismus erleben, den Sie hier praktizieren im Sommer. Ganz besonders beeindruckt mich vor nicht allzu langer Zeit die Erklärung des Burgenlandes zum stromenergieautarken Land und es zu schaffen, eine Naturregion und eine Windparkeinrichtung dieser Größenordnung wie im Norden des Neusiedler Sees hinzubekommen, das ist schon etwas, was wirklich bewundernswert ist. Ja, das Burgenland hat Europa einiges zu verdanken, aber das Burgenland hat auch Europa vieles gebracht. Intensive Arbeit in den Gremien und nicht nur Lobbyarbeit für sich selbst, sondern Arbeit für überzeugte regionale Interessen in Europa. Der berühmte EVTZ, eine Formel, mit der kein normaler Mensch was anfangen kann, das Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit, damit kann man auch noch nichts anfangen. Das ist was in der Rechtsform, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in die europäische Rechtsordnung einbringt, ist damals ganz wesentlich von einem Bericht Ihres Landeshauptmannes geprägt worden im Ausschuss der Regionen. Und in vielen anderen Bereichen sind die Burgenländer immer sehr präsent. Und es stimmt, man muss nicht unbedingt groß sein, im Sinne von Fläche, um in Europa wahrgenommen zu werden. Und da sind wir nicht nur in einer Seelenverwandtschaft, sondern, denke ich, in einer Schicksalsgemeinschaft. Denn eines dürfte auch feststehen: Weder das Burgenland noch die deutschsprachige Gemeinschaft wird in absehbarer Zeit ihr Territorium erweitern können. Aber als kleinere Gebietskörperschaften mit Gesetzgebungshoheit, meine Region noch fünfmal kleiner als Sie, kann man durchaus in Europa auch wahrgenommen und tätig werden. Und das sollten wir gemeinsam, denke ich, auch so tun, denn Europa ist unsere Zukunft. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbst wie viele andere immer gerne in interregionale Zusammenarbeit einbringe. Und das ist auch der Grund, warum ich nie aufhören werde, die Fortsetzung der europäischen Integration als die einzig wünschenswerte Alternative für die Zukunft unseres europäischen Kontinentes zu bezeichnen. Aber es muss noch vieles passieren und man muss nicht besonders intelligent sein, um festzustellen, dass zurzeit Europa nicht gerade in Höchstform ist. Europa braucht einen neuen Schub, eine neue Erfolgsgeschichte, etwas, was bei den Menschen aller Generationen für Europa wieder Begeisterung hervorruft. Und ich bin der Auffassung und der Überzeugung, auch gemeinsam mit vielen, dass ein Teil dieses Schubes durchaus auch aus den Regionen Europas kommen kann. Denn nur wenn in den europäischen Regionen Europa als ein Mehrwert wahrgenommen wird von den Menschen und nur wenn Europa bereit ist, die Stimme der Regionen zu hören, um auch auf die Anliegen der Menschen vor Ort einzugehen, nur dann kann dieser Erfolg eintreten, den wir uns alle wünschen. Das hat einmal Herwig van Staar in hervorragender Weise formuliert, als er bei der Jahrestagung der Stiftung des Aachener Doms, ein außerordentliches europäisches Bauwerk, sagte: Europa ohne seine Regionen ist nicht denkbar. Innovation und Kreativität entstehen in den Regionen, Städten und Gemeinden. Arbeitsplätze und Wachstum werden dort geschaffen. Und Solidarität und sozialer Zusammenhang entwickeln sich ebenfalls dort vor Ort. Das ist genau das Credo, dem ich auch uneingeschränkt zustimme. Und jetzt brauchen wir nur noch die richtige Einstellung, um auf diesem Weg fortzufahren, trotz aller Probleme. Und diese Einstellung hat der deutsche Präsident Joachim Gauck
am 23. Februar 2013 in einer Berliner Rede sehr hervorragend formuliert, als er sagte, mehr Europa brauchen wir. Und dieses mehr Europa fordert Mut von allen. Dieses mehr an Europa braucht keine Bedenken, sondern Bannerträger. Keine Zauderer, sondern Zupacker. Keine Getriebene, sondern Gestalter. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben heute die höchste bürgerländische Auszeichnung bekommen. Wie fühlen Sie sich da?
Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil normalerweise Dankbarkeit keine Kategorie der Politik ist. Und dann freut man sich natürlich, wenn die Leistungen, die man erbringt aufgrund einer Funktion, die man innehat, auch von denen, denen es zugute gekommen ist, anerkannt wird. Und das ist nicht überall und immer eine Selbstverständlichkeit. Und das motiviert und gibt natürlich eine Verpflichtung, weiter tätig zu sein. Sie kommen öfter in Burgenland, wie ich habe das heute bei der Pressekonferenz gehört. Was gefällt Ihnen Besonderes am Burgenland? Ich gehe in der Regel einmal im Jahr eine Woche in Urlaub und da gehe ich nach Mönchhof, nach Marienkron seit vielen Jahren und da fühle ich mich wohl, fühle mich auch dort in der Urlaubszeit beheimatet und das ist ein schönes Gefühl, wenn man immer wieder Freunde trifft, wenn man die Umgebung schätzt und es ist etwas anderes landschaftlich, das Burgenland als die Berglandschaft Tirols und das macht den Reiz wahrscheinlich aus. Sprichwort Tirol. Im Burgenland wurde zweimal schon die Fördermittel geteilt. Die Burgenland hat sich super entwickelt, nebenbei auch Tirol, die will man nicht einer. Kennen Sie ausgenommen Tirol noch welches Land, das hat sich so gut entwickelt wie Burgenland? Das Burgenland ist ja gestartet von einer äußerst schwierigen Situation. Das Burgenland kam nach dem Ersten Weltkrieg vom ungarischen Staatsgebiet zum österreichischen. Es war die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit, dann der Zweite Weltkrieg. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Eiserne Vorhang. Es ist für das Burgenland immer schwer gewesen, den ganzen Strukturwandel von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft hin zu einem Industrie-, Gewerbe- und Tourismusland zu machen. Und das ist auch dank der Unterstützung der Republik Österreich, das muss man immer wieder sagen, und dann verstärkt noch einmal durch die Europäische Union möglich geworden, denn das Burgenland war das einzige Bundesland, das Ziel 1 Gebiet war, aber das war nicht geschenktes Geld, sondern selbst geleistetes Geld, denn das Burgenland hätte die Zuwendungen der Union nur abrufen können, wenn sie die Eigenmittel für die Kofinanzierung zur Verfügung gestellt hat. Und das kann man nur durch Fleiß der Bevölkerung, durch Innovation der Wirtschaft und durch Sparsamkeit der Landesverwaltung erreichen. Das ist ein super Kompliment für die Burgenland. Ich noch im Namen von der CCM wünsche Ihnen alles Gute danke. Für die Auszeichnung. Danke. Und danke für die Interview. Danke. Sie haben die höchste Auszeichnung in Burgenland bekommen. Was bedeutet das für Sie? Das ist natürlich eine ganz große Ehre. Das ist etwas, was auch sehr große Freude macht und auch ein bisschen Gefühle entstehen lässt. Ich habe mit den Menschen hier, mit den Verantwortlichen, seit über 20 Jahren regelmäßig Kontakt gehabt. Und wenn dann im Laufe einer solchen Partnerschaft auch Freundschaften entstehen und gegenseitiger Respekt aufkommt und das dann irgendwann mit einer so hohen Auszeichnung dann auch noch gekrönt wird, dann ist das schon etwas Außerordentliches. Und darüber kann man sich auch noch in meinem Alter richtig freuen. Dann wir von der CCM-TV wünschen Ihnen alles Gute für die Auszeichnung. Vielen Dank. Und danke für die Interview.